hoch über dem Genfer See. Hier lebt Claude Nobs. Der Mann, für den der berühmteste Song aller Zeiten geschrieben wurde, Smoke on the Water. Heute ist das Wetter nicht so schön. Ein bescheidener Schweizer, unermüdlich, musikverrückt, Gründer und Leiter eines Weltspektakels, des Montreux Jazz Festivals. Claude's a legend. Claude ist eine Legende, eine echte Legende. Er hat eine Vision und er ist einzigartig. Und das mag ich sehr. Er ist wahrscheinlich der größte Musikliebhaber auf der ganzen Welt. Ich habe keinen größeren getroffen. Und deswegen ist er musikalisch wie ein Bruder für mich. Ich denke, Claude gehört noch zur Generation der wahren Musikliebhaber. Er stammt aus einer Zeit, in der es in der Musik nicht nur um Geld ging. Und von solchen Menschen gibt es nicht mehr viele. Deswegen gehöre ich zum Claude Nobs Fanclub. I'm in the Claude Nobs Appreciation Society. Show me. Claude Nobs und seine Küche. Ein zentraler Ort in seinem Leben. Einer, an dem weitaus mehr entsteht, als nur einfach Essen. Kochen war eigentlich mein erster Beruf. Oder mein einziger Beruf. Das habe ich 4,5 Jahre lang gemacht. Und es kam einfach, als ich 17-jährig war, hat mir mein Vater gesagt, du bist zufällig in der Schule, jetzt musst du eine Lehre auswählen. Und Kochen ist jetzt für mich irgendwie wie das Programm von Festival aufzubauen. Man mit Gewürze und verschiedene ersten Gang, zweiter Gang, dritten Gang. Und das Festival mache ich genau das Gleiche. Obwohl, dass ich manchmal zu viel Gewürz bringe oder zu lange Konzerte mache mit zu vielen Sachen, wo man hören muss, habe ich auch manchmal das mit Essen gemacht. Dass ich habe immer Angst, dass die Leute Hunger haben. Das Festival. Hinter den Kulissen zieht Claude Nobs die Fäden. Er ist der Chef. 2 Wochen lang. Organisieren, kommunizieren, improvisieren. Nobs gibt ungern Dinge aus der Hand. Starting from the morning. Er startet früh am Morgen und geht als Letzter. Er schläft nur ein paar Stunden, ist immer in Action und kann nie aufhören. You never stop. Thank you very much, Montreux. Thank you very much. Es ist sein Festival, die Künstler, seine persönlichen Gäste. Bei allem Druck, er versucht, jeden selbst anzukündigen. Claude Nobs ist nicht nur einfach Festivalleiter, er ist Gastgeber. Merci encore, Eddie Grant. Am Anfang, das Budget war 5.000 Euro. Und da konnte ich kaum das einzige Star aus Amerika zahlen, das war Charles Lloyd mit Keith Jarrett. Aber am Anfang, als wir das gemacht hatten, wir waren ein paar Freunde, ein paar Mithelfer, niemand war bezahlt, jeder hat das wirklich mit Enthusiasmus gemacht. Und das erste Jahr, in 1967, haben wir 1200 Karten verkauft. Jetzt ist das Anzahl
von Helfer, die auch freiwillig arbeiten, auch 1200. Von 1200 Karten haben wir jetzt ungefähr 100.000 zahlende Karten jedes Jahr. Hail everybody! BB King's in town! Montreux ist das Gemälde eines Mannes, der einen Platz für alle Musiker und alle Musikarten geschaffen hat. Hier geht es nur um die beste Musik, ohne viel Schnickschnack wie Licht und Rauch, einfach nur um die reine Musik. Und ich sage dir, deine Seele öffnet sich. Das ist es, was jeder liebt, der hierher kommt. Montreux ist der Rolls-Royce unter allen Festivals. Und Claude hat das geschaffen. Montreux. Einmal im Jahr gerät hier alles aus den Fugen. Hunderttausende strömen in das verschlafene Städtchen am Genfer See. Es ist Juli, Zeit für das Festival. Der entscheidende Punkt ist, wir spielen drinnen und draußen. Jedes Jahr kommen eine Viertelmillion Leute hierher. 100.000 kaufen Tickets für die großen Shows. Also kommen 150.000 nur, um herumzulaufen, Spaß zu haben und Musik zu hören. Ohne Eintritt. So it means that 150.000 visitors are coming just to rock around, to have a good time and to take advantage of all the free stages. Das Montreux Jazz Festival, ein Mythos, der sich Jahr für Jahr neu erfindet. Montreux ist auf der Höhe der Zeit. Junge Bands aus der ganzen Welt wollen hier spielen. Montreux ist ein Magnet. Such a beautiful location. Es ist so ein wunderschöner Ort hier. Und ich sag dir, das zählt. Es hat Einfluss auf die Psyche des Musikers. Wenn er an einen solch schönen Platz kommt, spielt er vielleicht ein bisschen besser als sonst. Er hat mehr innere Ruhe und kann sich besser ausdrücken.